Ja, servus und herzlich willkommen zur 14. Folge von Garagengedöns. Ohne viel zu spoilern, aber der große Tag für mein großes Vorhaben mit meinem AP50 Microcamper rückt näher. Und damit ich dieses, nennen wir es mal Spezialevent, nicht nur mit solchen Standard-Kameraansichten wie hier für euch rekorden kann, bauen wir heute eine 360-Grad-Kamera an die AP. Und dafür habe ich mir Folgendes gekauft. Zu Deutsch Kohlefaser-Selfie-Stick, aber nicht nur irgendeiner, sondern 3 Meter lang ist das Teil. Und darauf kommt genau diese Kamera hier. Ja, und deswegen geht's jetzt erstmal ab in die Werkstatt, Tor auf und die AP rein. Der Plan ist, dass ich den Selfie-Stick hier hinten voll ausgefahren irgendwie an der AP festmachen kann. Und zwar so, dass da eben nichts mehr wackelt. Ja, und dass wir da eine Aufnahme bauen können, haben wir erstmal hier in den Katakomben des Lagers nach einem Rohr gesucht, das eben passt. Leider zu groß. Und leider zu klein. Aber wir finden schon was. Auf jeden Fall wollen wir das Ganze jetzt hier unten irgendwie festmachen und nicht mehr nur oben am Ersatzrad. Und wenn es unten dann fixiert ist, können wir oben am Ersatzrad eine Halterung anbringen, die das Ganze dann noch festhält. Dafür kommt jetzt erstmal hier so eine Verlängerung dran. Festziehen und eine Gewindestange eindrehen. Und da wird dann später über eine gummierte Schelle der Selfie-Stick gehalten. Ja, und mittlerweile haben wir sogar ein passendes Edelstahlrohr gefunden, aber das muss jetzt erstmal abgelenkt werden. Anschließend werden noch die Kanten entgratet. Dann hinhalten, anzeichnen und an der Ständerbohrmaschine ein Loch reinbrezeln. Und mit einem größeren Bohrer das Loch entgraten. Dann noch ein Loch in die AP, Rostumwandler drauf und das Rohr zum ersten Mal anstecken und testen, ob alles passt. Ja, sehr geil. Deswegen jetzt erstmal alles provisorisch für den ersten Kameratest anschrauben. Mega! Das Ganze ist jetzt dran, wackelt natürlich noch ein bisschen, hier kommt nachher noch so eine Gummierung ran. Aber für den ersten Test funktioniert es auf jeden Fall. Deswegen geht es jetzt erstmal raus an die Sonne. Dann die Kamera drauf und den Stick komplett ausziehen. Das Ganze sieht dann so aus. Erstmal komplett unspektakulär, aber die geile Ansicht sieht so aus. Und die ballert mal richtig. Krass, oder? Ich meine, ich habe meine AP noch nie so fahren sehen. Ich find's mega geil. Auf jeden Fall wackelt das Ganze natürlich noch im Gelände ein bisschen hin und her und das kann ich natürlich nicht brauchen. Deswegen geht's jetzt erstmal zurück in die Werkstatt, ich schraube die Teile auseinander und wir passen alles an. Damit es dann nicht nur formschlüssig ist und nicht mehr wackelt, sondern auch richtig geil aussieht, schleife ich das ganze Ding ab und danach wird lackiert. Kurz noch putzen und da das Wetter so geil ist, lackiere ich draußen. Deckel ab, schütteln und ab geht's. Richtig geil. Dann kurz trocknen lassen und anschließend geht's weiter. Die zweite Schicht ist drauf, dann nochmal trocknen lassen und hier das Endergebnis. Einwandfrillo, wie der Fachmann sagt. Geil, oder? Anschließend kümmere ich mich noch um die Passgenauigkeit, damit der Selfie-Stick eben nicht mehr wackelt. Dafür mache ich hier so eine Gummikante drauf und schraube das ganze Teil an die AP. Dann den Selfie-Stick unten rein, passt. Und oben festmachen, passt auch. Jetzt wackelt gar nichts mehr. Und ich kann filmen, aber das Teil auch jederzeit easy wegbauen. Und damit sind wir wieder mal am Ende einer Garagengedöns-Folge angekommen. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Bis zur nächsten Folge. Ciao!